Jegliches Feedback zu den Übersetzungen auf Twitter an @c3lingo oder unter dem Hashtag C3T. Specialty is exploiting techniques and reverse engineering and industrial security. And the talk today will be about SCADA, the gateway to shell. Ja. And just one little notice, this talk will be in English and will be translated in German as well. Thank you. Which is yours. Awesome, thank you. Okay, yeah, welcome to my talk. Willkommen zu meinem Talk über die Gateway zur Shell. Ich bin Thomas Roth, ich bin ein Sicherheitsforscher, ich mache sehr viel Low-Level ARM Reverse Engineering und Embedded Sicherheit. Ich bin auf Twitter oder schreibt mir auch eine E-Mail, wenn ihr wollt, an meine E-Mail-Adresse. Bevor wir beginnen, möchte ich einen kurzen Einleitung zum Hintergrund geben. Ich habe dieses Jahr ein paar Pentests von SCADA-Geräten gemacht. Und ich habe herausgefunden, dass diese kleinen Geräte nicht besonders gut abgedeckt sind. Die großen Siemens-Geräte und die werden gut erforscht Es gibt aber einen Haufen kleine Geräte, welche hier in den Ethernet-Netzwerken rumfliegen und die sind nicht gut erforscht und die sind nicht sehr sicher. Und alle Geräte, von denen wir sprechen werden, sind auf dem neuesten Patchstand. Das heißt, wir werden hier Zero Days haben. Das sind keine theoretischen Angriffe. Wenn man bei den richtigen Search Engines schaut, dann findet man Zehntausende solcher Geräte. Zuerst noch eine kurze Einleitung in die Akronyme. Ich sage im Titel zwar SCADA, aber eigentlich sollte es ICS sein, nämlich industrielle Kontrollsysteme. ICS beschreibt das ganze System vom Überwachungsraum zu den PLC-Geräten, zu den Sensoren, alles. Und SCADA beschreibt eigentlich nur die Überwachungs- und Kontrollzentren, die großen Bildschirme, die man in den Filmen sieht. Und wenn der Bösewicht kommt, dann werden da alle Lichter rot. Und dann gibt es da die PLCs, die programmierbaren Logikcontroller. Eigentlich ein Arduino, aber in Industrieanwendungen. Und die sind super einfach zu programmieren, kann man bei Siemens oder bei Schneider kaufen und so weiter und so fort. Dann gibt es die RTUs, die Remote Terminal Units, das sind kleine Geräte, welche hauptsächlich für Überwachung genutzt werden. Die können aber heutzutage auch programmiert werden und darum ist es so ein bisschen eine Mischung aus dem und einem PLC, das aber halt an einem entfernten Standort ist. Sprechen wir jetzt von den Industrial Control Gateways. Wenn man ein solches Industrienetzwerk anschaut, dann findet man einen Haufen Sensoren und Aktoren, welche unterschiedliche Protokolle sprechen. Die könnten seriell sein oder IP oder Modbus und man kann darum diese Gateways kaufen, welche alle diese unterschiedlichen Protokolle auf ein IP-Netzwerk verwendet, via Ethernet, GSM, Wi-Fi, was auch immer. Die habe ich bei nahezu jeder Industrieinstallation gesehen, die ich gesehen habe. In Kraftwerken, Staudämmen und so weiter allen. Und das Konzept zur Sicherheit dieser Geräte ist, dass sie air-gapped sind. Und ja, sie sind air-gapped, aber sie sind untereinander verbunden. Sie haben selber Antennen über eine Riesenmenge an verschiedenen Protokollen. Wi-Fi, LoRaWAN, GSM oder proprietäre Systeme. Und auch die Case Studies zeigen, dass man beispielsweise hier ein Überwachungsnetzwerk hätte, welches
alle die Sensoren verbindet und über die man das System überwachen kann. Und hier würden diese ganzen Daten über GPRS übertragen, und das wissen wir, das ist kein sicheres Protokoll, also alle diese Daten könnten exponiert sein. Und auch hier in diesem Beispiel von Wasserspeichern sind diese über offene Netzwerke verbunden. Sprich, diese Geräte sind nicht airgapped. Um sie anzugreifen, wenn man auf Shodan geht, dann findet man einen Riesenhaufen dieser Geräte. Die sind alle übers Internet oder über GPRS erreichbar. Wenn man einen Staudamm anschaut, dann ist es schon noch spannend, da mit einem Software-Defined Radio hinzugehen und mal schauen. Und da findet man ganz viele interessante Sachen. Und zum Teil kann man auf triviale Art und Weise Zugang haben zu den physischen Geräten. Und die sind dann einfach in einer weißen Kiste, und dann kann man da einfach hingehen, kann die SIM-Karte manipulieren, und dann ist man direkt im SCADA-Netzwerk. Aber bitte macht das nicht. Let's hack some gateways. Also dann lasst uns mal ein paar Gateways hacken. Die Ausrüstung, die ihr braucht, um alles, was in diesem Talk gemacht wurde, wurde nur mitgemacht mit den Geräten, die hier auf diesem Tisch steht. Ihr braucht einen Laptop, ein Oszilloskop oder ein ähnliches Messgerät, damit ihr eure Logic Analyzer nicht durchbrennen lasst, euren Logic Analyzer, einen Lötkolben, Stromversorgung, dann Multimeter, und das war's eigentlich schon. Damit könnt ihr fast jedes Embedded-Gerät hacken, welches diese Geräte mit diesen Geräten hacken. Um potenzielle Ziele zu finden, habe ich hier meinen Versuch gestartet. Kann ich die Firmware dieses Devices bekommen, oder kann ich einen JTAG verwenden, um sie aus dem Gerät zu bekommen? Kann ich das Gerät kaufen für einen vernünftigen Preis? Denn manche dieser Geräte kosten 600 Euro. Und wenn ihr 10 davon kauft, dann wird das sehr schnell teuer. Also muss ich gucken, ob es auf eBay gibt, welche kann ich kaufen. Und sie sollten ein halb Volt Strom haben. Die meisten Geräte, die 10 Jahre alt sind, die sind komplett kaputt. Ihr müsst die euch gar nicht anschauen. Das erste Gerät, welches ich ausgewählt habe, um mal richtig reinzuschauen, war der Moxa W2150A. Das ist dieses kleine Gerät, das man auf diesem Board sieht. Dort habe ich es festgemacht, hauptsächlich weil ich gesehen habe, dass es die Firmware gibt, und das sieht interessant aus, weil es Wi-Fi hat, und wenn ich da einbrechen kann, dann kann ich den Airgap überspringen und herumpivoten. Der 2150A ist ein sehr einfacher Device-Server. Man kann jedes serielle Gerät andocken, man kann RS-485 anbinden, und es exponiert sich auch über Ethernet und Wi-Fi. Die Firmware ist öffentlich verfügbar, und auf eBay ist es sehr, sehr günstig. Es kostet ungefähr 150 Dollar oder Euro. Ich habe die Firmware runtergeladen, und ich habe mir die Entropie der Firmware angeschaut, und ich habe gesehen, dass die Entropie sehr hoch ist. Entweder ist es sehr komprimiert oder es ist verschlüsselt. Ich habe ein Tool verwendet für Binwalk. Das benutzt man, um sich Firmware anzuschauen. Ich habe gesehen, dass es gar keine Kompression gibt, also war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieses Firmware-Image verschlüsselt ist. Aber ich habe gemerkt, dass auf der Webseite, bevor man zu Version 2.1.5 updatet, müsst ihr zusätzlich die Firmware 1.11 upgraden musst. Das hört sich interessant an. Was steht denn da in den veröffentlichten, in den Release Notes drin? Es stellt sich heraus, dass 1.11 gibt den Support für die verschlüsselte Firmware. Das heißt, ich habe die 1.11 heruntergeladen, und siehe da, die ist unverschlüsselt. Und wenn ihr je etwas mit ARM gemacht habt, wenn ihr nur in den Firmware-Hacks dann reinschaut, dann seht ihr sofort, ist das ARM oder ist das kein ARM, denn die ersten 4 Bits jedes Befehls sind die Bedingungsbits, und die sind fast immer I, E. Wenn jedes vierte Byte ein E ist, dann wisst ihr, dass es eine ARM-Firmware ist. Und sie ist nicht verschlüsselt oder sonst was.
Also gut, ich habe Binwalk auf diesem Image laufen lassen. Das heißt, wir sehen einen hohen Drop, einen Runterfall in der Entropie. Das ist der Bootloader in 2 und dann eine hohe Entropie. Das ist die ganzen, das komprimierte Dateisystem. Und Binwalk konnte bereits das GhostFS detektieren, dieses Dateisystem, und für mich sehr schnell leicht extrahieren. Mein Ziel war es, die Firmware zu extrahieren, den Firmware-Upgrade zu erkennen und dort die neue Firmware zu entschlüsseln. Ich bin also diese Dateien angeguckt und ich habe eine Datei gefunden, die heißt lib-upgrade-firmware.so. Und wenn wir da reinschauen in die Symbole, die sind zum Glück nicht entfernt worden. Es gibt ein schönes Symbol, das heißt FW Decrypt, Firmware Decrypt. Wir laden das in einen Disassembler, das sieht nach IDA Pro aus. Und wir sehen, dass es hier ein paar nette, ein bisschen XOR, was gemacht wird. Und ich führe euch da mal durch, was da passiert in diesem Code. Das sieht eine Variable, die sich Passwort nennt. Passwort loaded into das ein Register AR und dann eine gleiche Variable, die ebenfalls gesetzt wird. Und dann gibt es eine Schleife und erhöht sich immer um 4. Und es geht dann durch diese ganze. Oh, Entschuldigung. Es geht durch diese ganze XOR-Kram. Das ist wohl die Obfuskierung-Methode für die AES-Keys. Das heißt, wir haben einen obfuskierten Key im Speicher und wenn wir diesen Code implementieren, dann können wir, wenn wir das in C implementieren oder im Emulator, dann können wir das entschlüsseln. Das wird dann als Schlüssel verwendet in der AES-Entschlüsselung. Das heißt, ich habe das Ganze in C implementiert. Das war eigentlich ein Copy-Paste vom Decompiler. In IDA Pro könnt ihr einfach F5 drücken, den C-Code kopieren, die Memory-Offsets reparieren und ihr habt schon die komplette Schlüsselobfuskierungsmethode fast automatisch sozusagen reverse-engineert. Ich habe das kompiliert und ich habe gesehen, dass der Key 288-COON-7564. Ich habe ein kurzes Skript gemacht, um die nächste Firmware, die nächsthöhere, zu entschlüsseln. Und jetzt identifiziert Binwalk alle Dateien und wir können die Firmware reverse-engineeren. Applaus vom Publikum. Die Skripte sind auf meinem GitHub verfügbar. Ich werde den Decrypt-Stoff hochgeschoben auf GitHub. Nachdem ich an diesem Punkt war, wusste ich, dass ich die Firmware entschlüsseln kann, dass ich reinschauen kann. Sie ist nicht signiert. Die einzige Verifizierungsmethode ist CRC 32. Das heißt, ich wusste, ich kann dieses Gerät kaufen und damit spielen. Bin auf eBay gegangen, ich habe eins gekauft, ich habe es aufgemacht und siehe da, da ist ein ARM-Prozessor, es ist ein Freescale IMX25, das ist der Standard-ARM-Prozessor, hat ungefähr 400 MHz etwa, denke ich. Und ich habe mir dann all die kleinen Pins geprüft, um mal herauszufinden, ob es einen JTAG oder einen seriellen Anschluss gibt. Dann habe ich meine Stromversorgung an ein Fußpedal gemacht, um das Device schnell resetten zu können. Und siehe da, ich habe hier eine komplette serielle Konsole auf diesen 4 oder 3 Pins. Wenn ihr das Gerät bootet, dann sagt es euch, dass ihr Enter drücken müsst, um diese Konsole zu machen. Und wenn ihr euch dann dran verbunden habt, sagt er, auf dem Device root. So that's kind of cool. Na, das ist schon ziemlich cool. Aber dazu braucht man physischen Zugriff. Das ist nicht wirklich eine Schwachstelle, aber das ist sehr nett, um die ganze Sache besser zu untersuchen können. Man kann jetzt den ganzen Code debuggen und wenn man einen Exploit schreiben will, dann kann man einfach GDB dranhängen und anfangen. Damit kann man sehr einfach Exploits schreiben. Und jetzt war es Zeit, sich die verfügbaren Dienste auf dem Gerät anzuschauen. Es hat ein Webinterface.
Es hat ein proprietäres Konfigurationsprotokoll, es hat Telnet, es hat SNMP, es hat ein serielles Treiberprotokoll. Ich habe mir mal das Webinterface angeschaut und es hatte Cross-Site-Scripting, Cross-Site-Request-Forgery, unsichere Authentifizierung, das wird einfach auf dem Client gehasht mit ein bisschen JavaScript. Man kann Befehle einfügen als Root, es hat Stack-Overflows und vor ein paar Tagen wurde ein Zero-Day für den Webserver veröffentlicht. So, Demo-Zeit. Jetzt lass mich das mal kurz nach vorne holen. And so this one is authenticated. So dieses ist abgesichert. Da muss ich einfach das Default-Passwort eingeben. Das wird 90% der Zeit auch im Feld draußen funktionieren. Aber naja. Also klicken wir uns da mal durch. Zu den Grundeinstellungen. Jetzt können wir über den Gerätenamen ganz einfach Cross-Site-Scripting machen. Jetzt paste ich da einfach mal ein bisschen JavaScript rein, gebe das ein und voilà. Hallo 34 zur CC. Ich weiß, was ihr denkt. Cross-Site-Scripting, das ist doch keine Schwachstelle. Das ist doch einfach, das ist nix. Schauen wir uns mal den Ping-Test an, der hier eingebaut ist. Witzigerweise, ein anderes Moxa-Gerät mit einer ganz anderen Firmware hat da schon die gleiche Schwachstelle. Aber wenn ich jetzt meine IP-Adresse in den Ping-Test reinmache und dann eine Semikolon und dann ein Cut, dann wird das hier auch ausgeführt. Voilà. Kind of handy, but schon noch praktisch, aber sicher nicht beabsichtigt so. Alrighty, but I know what you're thinking, right? Aber ich weiß, was ihr denkt. Das sind Bugs, die man hat, wenn man im Webinterface eingeloggt ist. Wir brauchen was, wo man nicht eingeloggt sein kann. Etwas Cooles, etwas, ein echter Exploit. Also habe ich mir mal dieses Custom TCP-Protokoll auf dem Port 4900 angeschaut und habe versucht, das ganze Protokoll zu reverse engineering und zu fuzzen. Stellt sich raus, nicht nötig. Beim Testen habe ich einfach mal einen Haufen Bytes dorthin geschickt und das Crash-Debugging über die Konsole aktiviert und es ist gecrashed und hat meinen Program-Counter wunderbar auf 41414141 gesetzt. Kann man ganz einfach einen Stack Overflow ausnutzen. Also, Demo-Zeit. So, let's increase the size of this. Machen wir das ein bisschen größer hier, dann sieht man es auch. Ich habe ein kleines Skript geschrieben, das habe ich MoxaOwn genannt. Ich gebe dem die IP-Adresse und schauen wir mal. Machen wir eine zweite Shell auf, um via Netcat da drauf zu verbinden. Und da sind wir, haben eine Root Shell auf dem Gerät. Und weiterer Applaus aus dem Publikum. So yeah, that was the Moxa W21. Das war das Moxa-Gerät. Der Name fällt einem ganz leicht. Das zweite Gerät, was ich mir angeschaut habe, ist der Advantech AKI 1522. Den kann man gerade hier finden. Er zeigt auf ein Gerät am Tisch. Das ist ein ganz einfacher serieller Geräteserver. Der hat kein Wi-Fi, gibt zwar welche, aber der nicht. Der hat zwei Ethernet-Ports, zwei serielle Schnittstellen. Ich habe wieder das Gleiche gemacht. Ich habe die Firmware runtergeladen. Ich habe sie mit Binwalk angeschaut. Und diesmal habe ich kaum Entropie gefunden. Es ist praktisch unverschlüsselt. Es ist ARM, Linux 2631 und ein Boa-Webserver.
Der wurde 2005 zum letzten Mal upgedatet. Und die Firmware ist von 2017, von dem her schon etwas veraltet. Und in der initialen Analyse habe ich gefunden, dass das Hauptbinary dieses Edge-Server ist. Und das habe ich wieder in IDA Pro reingeladen und habe mir da verschiedene Calls angeschaut und habe da verschiedene Calls gefunden, welche eher als unsicher angeschaut werden, so SprintDiff und so. Und in statischer Analyse habe ich Code gefunden, um ein E-Mail, um eine E-Mail-Benachrichtigung zu verschicken, wenn das System sich rebootet. Und das ist das volle Kommando hier, mailx-s, bla bla bla. Wir haben gewisse Kontrollen hier, weil wir können die To-Adresse konfigurieren. Und wenn wir schauen, was hier passiert, dann wird hier dieser Format-String vorbereitet, die Betreffzeile wird gesetzt, ein paar Argumente vom Stack werden geholt und das Ganze wird dem System übergeben. Kein Filtering, nichts. Wir kontrollieren einen nicht gefilterten Teil des System-Aufrufs und damit haben wir einen Code-Execution-Bug. Witzige Anekdote. Ich habe dieses Gerät zuerst gekauft, weil das einfach nur 40 Euro kostet. Aber das hat denselben Bug in der Firmware, aber die Mail-Funktionalität ist kaputt. Da konnte ich es nicht testen. Daher musste ich wieder auf eBay gehen und einen neuen kaufen. Also habe ich den größeren gekauft. Der sieht so aus. Der kommt mit einer Cavium CNS-CPU. Der hat ein exponiertes JTAG da unten und eine serielle Konsole ohne jegliche Authentifizierung. Wunderschön. Kann man mit dem Bus Pirate oder sonst irgendwas drauf verbinden und schon hat man eine serielle Root-Konsole ohne Passwort. Und auch hier wieder haben wir Schwachstellen gesucht und wir haben verschiedene Services gefunden. Es hat wieder ein Webinterface, ein proprietäres Konfigurationsprotokoll über UDP, Telnet, SNMP, serielle Treiberprotokoll, genau wie zuvor. Wiederum, wir haben uns die Webseite angeschaut und wiederum Cross-Site-Scripting, alles. Wenn man sich aus einem Computer darauf einloggt, dann kann man von irgendwo sonst her einem komplett anderen Gerät drauf connecten und wird nicht mehr nach dem Passwort gefragt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Ich dachte, ich mache irgendwas falsch, aber es ist einfach kaputt. Tja. Und es hat wieder ein Stack Overflow in einem anderen Protokoll. Ist schon wieder Zeit für eine Demo, denke ich. Schauen wir uns das Gerät selbst an. Ich kann natürlich das Passwort. So we have a nice device description here. Ja, hier können wir eine Beschreibung vom Gerät reintun. Es ist ein Webinterface. Natürlich kann man da einfach JavaScript reinkopieren, auf Speichern klicken, Reload, neu laden und voilà, Cross-Site-Scripting. Okay. Schon wieder. Okay. Again, not really interesting, right? Nicht so spannend, aber geht auch. Let's look at the Stack Overflow. Also schauen wir uns den Stack Overflow an. Again, I have a small script. Ich habe wieder ein kleines Script dafür gemacht, Advantage Pwn. Hab die IP vergessen. And we have Netcat running on there. Und wir haben Netcat drauf am Laufen. Voilà. Das ist eine Root Shell auf der Advantage Device. Wieder via Stack Overflow. Ja, so. Also, zwei von drei Devices sind schon kaputt. Schauen wir uns das nächste an, der Lantronix EDS 2100. Das ist sehr interessant, denn es ist
Es ist kein ARM. Und ich arbeite normalerweise nur mit ARM-Prozessoren. Das war also interessant. Dieses Gerät ist ungefähr hier angebracht. Das hat ein seriell zu Ethernet sicherer Geräteserver. Es hat zwei serielle Anschlüsse Ethernet und es gibt es in zwei Varianten. Eine mit Linux und das andere ist Evolution OS. Das sieht ein proprietäres Betriebssystem von Lantronics wahrscheinlich. Ich benutze die Variante mit Evolution OS in diesem Talk. Wir haben uns die Firmware angeschaut, die ist unverschlüsselt und das ist eine Coldfire-Architektur. Die hatte ich mir noch nie angeschaut, damit habe ich noch nichts gemacht. Und es gibt keine offensichtlichen externen Software-Komponenten. Wenn ihr euch die Firmware anschaut, dann seht ihr, dass es eine SSH-Implementierung gibt, es gibt eine SSL-Implementierung, aber es ist nicht OpenSSL und es ist nichts, was sehr gut bekannt ist. Und das Gleiche gilt auch für den Webserver. Es ist nichts, was man kennt. Und diese Zeit, wenn ich das Device untersucht habe, habe ich nichts gefunden. Keine serielle Konsole, kein JTAG. Ich habe nur einen möglichen Debugger-Port, aber ich hatte keinen passenden Debugger dafür. Die CPU ist von NXP, sie hat 166 MHz oder so. Und das ist es schon. Dieses Mal haben wir ein Webinterface mit Telnet SSL. Und es hat sozusagen ein Dateisystem. Das heißt, ihr habt FTP, TFTP, damit ihr die Konfiguration runterladen könnt und hochladen könnt. Und es ist schwer, es abzusichern, weil es so viele Protokolle hat und es ist nicht klar, was ist im Default drin. Aber ihr bekommt ein bisschen so einen Überblick. Dieses Mal ist das Webinterface überraschend sicher. Es gab kein Cross-Site-Scripting, es gab keine Command-Injection, denn es gibt keine Shell, in der man überhaupt Kommandos ausführen kann. Aber ich habe noch ein paar Sachen gefunden. Eine Konfigurationseinspeisung, Konfigurations-Injection, das erlaubt euch, das Format der Konfiguration zu ändern, indem man ein anderes Feld verwendet. Und ich habe eine Möglichkeit gefunden, die Authentifizierung zu umgehen. Das heißt, ich konnte ein bisschen Code starten, welches eine Weile läuft, und das entfernte das Passwort von dem Gerät. Also Demo-Zeit. Wenn wir uns mit dem Lantronics-Device verbinden, dann wird es jetzt nach einem Passwort fragen. Was wir in der Theorie nicht haben, also wir kennen das Passwort nicht, hier ist die Anmeldemaske. Und dann lassen wir mal Lantronics Pound laufen lassen. Das ging sehr schnell, mal schauen, ob das funktioniert hat. Okay, und es hat funktioniert, das Passwort ist weg und es gibt wieder Applaus aus dem Saal. Awesome. Großartig. To be honest, I didn't expect the demos to go so smooth. Ich hatte nicht gedacht, dass die Demos so gut funktionieren. Ich hatte eigentlich eine Stunde für den Talk angemeldet und das klappt alles sehr gut. Das freut mich. Bevor wir am Schluss sind. Manche andere Geräte sind viel schlimmer. Zum Beispiel, ich habe ein paar andere Geräte gekauft, diesen Advantage-Gerät, dieses Moxa und diesen Lantronics. Das sind die Vorgänger der anderen Geräte. Diese Dinger sind ziemlich interessant, wenn man sie sich anschaut. Könnte man sagen, manche von diesen laufen ECOS, das ist eine Embedded Linux-Plattform, die das letzte Mal 2009 veröffentlicht wurde, letzte Version. Manche haben einen Linux-Kernel in einer 2.4 Linux-Version. Es gibt ein UC-Linux ohne Memory Protection. Das heißt, ein kleiner Stack Overflow in einem User-Space-Anwendung gibt euch kompletten Root-Zugang zu dem Gerät, weil ihr den direkt auf den Kernel zugreifen könnt. Und es gibt ungefixte öffentliche Verwundbarkeiten. In einem ersten kleinen Pentest, den ich gemacht habe, wo ich dieses kleine Moxa-Endport verwendet habe, habe ich gesehen, dass wenn man SNMP-Borg verwendet, dann bekommt ihr einfach das Administrationspasswort über SNMP zurück. Das heißt, ich habe dann das versucht zu reporten an Moxa. Das ist bekannt, es gibt ein MetaPsoit-Modul dafür, so bekannt ist die Verwundbarkeit schon.
und sie ist nicht gefixt. Okay. Und diese Devices werden weiterhin unterstützt. Wir wissen nicht, oder ich weiß nicht, warum der Hersteller die nicht patcht, diese Verwundbarkeit. Die Zusammenfassung, wir haben relativ trivial ausgesetzte Verwundbarkeit in den meisten Geräten, zumindest in allen, die ich mir angeschaut habe. Es gibt keine Möglichkeit, das zu mitigieren. Es gibt die Compiler-Flex, die man dazu brauchen könnte, die gibt es nicht, damit es ein bisschen Stack-Protection gibt. Das ist nicht vorhanden, um Keys zu schützen, ist nicht da. Und manche von der Hersteller sind nicht gut, wenn man ihnen Verwundbarkeiten Reports schickt. Ich nenne die mal nicht, aber manchmal habe ich sie auf Twitter gefragt, könnt ihr mir einen Security-Charakter haben? Dann haben sie gesagt, benutzt das Kontaktformular. Ich habe das schon dreimal verwendet, ich habe euch schon E-Mails geschickt und ihr antwortet nicht. Und dann haben sie auch auf Twitter aufgehört zu antworten. Ja, es gibt wieder Applaus und Gelächter aus dem Saal. Also, wie kann man das mitigieren? Den einzigen Weg, den ich mir vorstellen kann, ich bin ja eigentlich mehr auf der dekonstruktiven Seite der Story, das ist die sogenannte Defense and Theft, exponiert diese Geräte niemals direkt zu dem Internet, selbst wenn sie sagen, hey, wir unterstützen VPN, wir sind ein sicheres Device, tut es nicht. Holt euch ein echtes VPN-Gateway und sorgt dafür, dass ihr nie eine einzelne Ebene von Verschlüsselung habt als Schutz. Ja. WPA2 ist zum Beispiel durch den Crack-Angriff gecrackt worden. Da gab es dann einen Patch nach 2 Monaten. Aber das sind 2 Monate, wo ihr Verwundbarkeiten habt auf eurem wichtigen System, eurem Industriesystem. Benutzt nie GPRS bei diesen Geräten ohne VPN. Das wird schief gehen. Okay. Jetzt haben wir Zeit für Fragen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Thank you very much for the talk. Danke für den Talk. So we have very much time for Q&A. Wir haben sehr viel Zeit für Q&A. Please line up to the microphones. Ja, die Fragen stellen Sie jetzt an die Mikrofone. Und die Frage kommt jetzt von Mikrofon 4. Hallo. Danke für den Talk. Das ist Teil eines größeren Problems in der Sicherheit, in der IT, in jeder Technologie. Und das wird immer schlimmer werden mit der Zeit. Ja, das Internet der Shit, Internet der Scheiße und so weiter, Internet der Dinge und so weiter und so weiter. Meine Frage: Du hast so ein paar Mitigierungsstrategien vorgestellt, VPN verwenden und so weiter. Meine Frage ist, die Hacker-Community ist ja nicht ist sehr interessiert an Regulierung. Wenn wir eine Regierung sehen, die was mit, Regierung mit Technologie was machen will, dann geht das schief. Wir haben im Kopf, das kann alles nur schief gehen, wenn es eine Regulierung gibt. Glaubst du, dass es vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, hier eine Regulierung zu finden, um solche Probleme zu lösen? Ja, hier ist sicher Platz für solche Regulierung. Ich glaube nicht, dass die darunterliegenden technischen Probleme löst. Diese Geräte verwenden C in 2017 und das fragt einfach nach Problemen. Und wir müssen unbedingt zu was wie Rust switchen, was halt speichersicher ist, was memory safe ist. Und ja, ich glaube, da gibt es keine andere Möglichkeit. Aber es hat sicher auch Platz für Regulierung. Hallo, okay. Ja, das Internet möchte wissen, warum nennst du die schlechten Hersteller nicht? Aber das ist doch vielleicht die einzige Option, dass wenn sie nicht antworten, dass man sie ja exponieren muss. Ich habe sie auf Twitter angesprochen. Da ist mein Twitter-Handle. Wenn ihr auf Tweet and Replies klickt, dann tja. I did not name them. Ich habe sie nicht genannt, einfach damit das klar ist. So, we have a question from microphone number 2. So, you've shown. Du hast gezeigt einen Exploit, das beim letzten Device, was die Authentifizierung
wegmacht. Was hast du benutzt, um das zu machen? Also, diese ist nicht gepatcht und noch nicht gefixt und darum würde ich gerne nicht darüber sprechen. Ich wundere mich, ob du dir auch den Bau von Automatisierungssystemen angeschaut hast, den Bild. Man kann diese Geräte benutzen, wo man will. Und ich glaube, einige der Moxa-Geräte sind in Heimautomatisierungssystemen verwendet werden. Ich habe mir Crestron angeschaut, aber noch nicht im Detail. Ich bin mehr auf der industriellen Seite im Moment. Hallo. Gibt es Felderfahrung oder Meinungen, wenn man so Raspberry Pis verwendet mit Linux-Distributionen oder so? Sind die sicherer? Also, das große Problem dort ist der Support. Es gibt einige deutsche Firmen, die für industrielle Raspberry Pis Support anbieten und auch die mit Cases versorgen. Aber ich weiß nicht, ob der Raspberry Pi hier wirklich der wahre Weg ist. Das Problem ist nicht der darunterliegende Stack. Es ist nicht die Hardware, das das Problem ist. Es ist die Software. Und da wirst du die gleichen Probleme auf dem Raspberry Pi haben. Ja, das kann man schon kaufen. Die sind industriereif und schockgeschützt und man kann dein Linux drauf machen und das besser machen. Aber ich glaube, die Hardware, die Plattform, die wird nichts ändern im Moment. Hallo. Eine soziale Frage. Hast du denn direkt den Kontakt zu dem Entwicklerteam gekriegt? Oder gibt es vielleicht niemand hinter der E-Mail-Adresse? Tja. Einige dieser Firmen sind groß genug, dass sie dir nicht antworten, wenn du keinen Vertrag mit ihnen hast, aber der Support von denen, die nicht auf meinem Twitter sind, ist einigermaßen okay, wenn es um Sicherheitsreports geht. Und darum, meine nächsten Schritte werden sein, über das industrielle Kontrollsystem CERT zu kommunizieren. Es gibt Entwicklungsteams, die mit dir in Kontakt treten werden, aber nicht von allen Vendors. Hallo? Okay. Also, das Internet möchte wissen, was tut man? Macht man jetzt? Es gibt doch so viele alte Geräte draußen in der Welt. Wie sollte ein Hersteller damit umgehen, mit den Updates? Keeping legacy devices supported is very expensive. Also, die alten Geräte unterstützt zu behalten, ist sehr, sehr teuer. Wenn man einen Qualcomm-Chip kauft, dann werden die irgendwann den Support für den Linux-Kernel sein lassen. Aber wenn man einen Freescale Auto-Chip kauft, dann hat man einen Vertrag, der bestimmt, wie lange sie den unterstützen. Und dafür muss man ziemlich viel Geld in die Hand nehmen. Die Lebensspanne von industriellen Systemen ist aber viel größer als die Unterstützung, die Lebensdauer der Unterstützung dieser Geräte und der Hardware. Und wir müssen da irgendwie rausfinden, wie wir sichere Software auf die Geräte bringen. Aber ich glaube, das Problem ist wirklich, dass wir immer noch Memory Unsafe Sprachen verwenden. Und das Vorhandensein des Cross-Site Scripting zeigt einfach, dass bei gewissen dieser Vendors einfach überhaupt kein Verständnis für Security ist. Ich habe mich gefragt, du hast gesagt, dass manche von diesen Fabriken GPS verwenden. Wisst ihr, ob sie ihre eigene Infra haben oder benutzen sie die öffentlichen Telcos? Also sie werden die kommerziellen Netzwerke brauchen, meistens zumindest. Sie haben dann ein Custom-Dingens, mit dem sie IPsec machen beispielsweise oder so. Es gibt aber auch eine Firma, die industrielle Control-SIM-Karten verkauft und mit denen kriegt man eine Public IP, aber die will man auf Shodan wirklich nicht suchen. Hallo. Ist nicht ein Problem, ist es nicht ökonomisch los, weil das sind ja dreckige Geräte.
Wenn man sowas baut, dann sollte man ja was sowas machen, bevor man sowas in der Masse verkauft. Das sollte baut uns etwas, was nicht jeder hacken kann, sonst kaufen wir euren Scheiß nicht mehr. Also ich meine, so ist es in der ganzen IT, oder? Alles hat Schwachstellen und ja, es sollte Druck vom Markt kommen und darum will ich auch die Aufmerksamkeit darauf erhöhen für die Probleme bei den Geräten. Internet möchte wissen, wie und ist und ob ist es eine gute Idee, wenn man diese Awareness erhöht, dass ist es eine gute Methode, dass die Öffentlichkeit weiß, dass diese Infrastruktur in den Städten, dass da ein Risiko ist. Bitte wiederholen. Sie möchten wissen, wie kann man die Awareness dieses Themas in der Öffentlichkeit erhöhen kann. Gute Frage. Ich denke, da braucht man einige Zeitungsartikel in den normalen Nachrichten. Aber ich denke, das ist ein Unfall, der nur wartet, darauf zu passieren. Und da wird in irgendeiner Stadt etwas passieren. Irgendwer wird ein Fließventil öffnen und das wird ein Problem sein. Und dann werden die Leute es merken. Für welche Art von industriellen Prozesse werden diese Geräte verwendet? Ich habe sie in Kraftwerken gesehen. Ich weiß, sie werden in Staudammkontrollsystemen. Ich weiß, sie werden verwendet, um eine CNC-Maschine an ein anderes Netzwerk anzuschließen. Wenn du eine große Fabrik hast, dann hast du Sensoren überall. Und vielleicht kannst du deine Wasserstandssensoren nur mit Modbus haben. Und dann brauchst du halt Modbus zu TCP und dann hast du einen dieser Gateways. Und ich habe auch schon gesehen, dass es 20 davon in einem Schrank hat. Ich habe deinen Tweet an Star Alliance nochmal retweetet. Danke. Ja. Das Internet möchte wissen, ob du dir MQTT angeschaut hast von Backup-Fuses, Backup-Sicherung? Ich habe da mal. Ich habe gerade gestern mit jemandem geredet, der mir das empfohlen hat, aber ich bin noch nicht zu mehr gekommen. Okay, könntest du den Moxa Webbanner zeigen? Weil ich würde gerne nur checken, welche Patch-Version sie zeigen. Ich glaube, dieser Browser ist nicht ganz sicher. Okay. Schauen wir uns mal. Da ist ein etwas Kleingedrucktes. Schön gesehen. Ja, die wollen, dass man das am besten mit IE5 mit anschaut. Ja, daran wird es liegen. Any more questions? Any questions from the Internet? Keine weiteren Fragen? Hallo? Okay. Yeah. Das Internet möchte wissen, wie man eine memory-sichere Sprache, eine memory-sichere diesen Authentication Bypass verhindern würde. Den würde es nicht verhindern. Aber es würde so viel anderes verhindern. Das ist ein Beispiel, wo sich die Industrie ändern müsste. Wir müssen aufhören, diese Sprachen zu verwenden. Wir müssen wirklich von Beginn weg Security ins Design einfließen lassen. 2017 ist es einfach nicht mehr recht zu fertigen, dass man Cross-Site-Scripting auf der Webseite hat. Und wenn man beim Lantronix schaut, wenn man Logout anklickt, dann kommt die Meldung, Logout ist in dem Browser nicht unterstützt. Und ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass man nicht den Internet Explorer 5 verwendet. In dem Remote-Teil des Exploits, wo du den Puffer-Overflow gemacht hast, wie ich denke, was ich nachdenke, ist es nicht sehr Standard, dass ASLA auf diesen Geräten an ist? Nein. Sollte. Aber es ist nicht. Das war meine Frage. Okay, is there another question from the Internet?
doesn't seem like it. So. Scheint keine weitere Fragen zu geben. Das Internet möchte wissen. Ja, okay, no. Oder doch nicht. So, all right, give a very warm applause. Nochmal Applaus für Thomas Roth. Ja. Eine Runde Applaus und danke.